Wann ist ein Mann ein Mann? Was man sich zuerst fragen sollte, ist die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau? Der größte Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau liegt in den Emotionen. Frauen sind sehr in ihren Emotionen zu Hause. Frauen sind sehr zwischen den Emotionen polarisierend, mal super happy und im nächsten Moment können sie die schlechteste Laune überhaupt haben. Wenn du mal in einer Beziehung mit einer Frau auf irgendeine Art und Weise warst, kennst du das? Frauen, starke Emotionen zwischen diesen beiden Polen, gut, schlecht, starke Emotionen, schwache Emotionen, traurig, Freude. Männer haben einen anderen Umgang mit Emotionen und dieser andere Umgang mit Emotionen macht den Unterschied zwischen einem Jungen und einem Mann. Wenn ich dir sage, stell dir einen Jungen vor, einen kleinen Jungen, dann stellst du dir sicherlich einen kleinen Jungen vor. Und wenn ich dich dann frage, was ist das Merkmal dieses kleinen Jungs, was ist auffällig an diesem kleinen Jungen im Gegensatz zum Mann, dann fällt auf, dass der kleine Junge oft nörgelt, der kleine Junge weint oft, der kleine Junge quengelt, der kleine Junge beschwert sich über Dinge. Macht das der Mann? Nein, zumindest nicht in dieser Intensität. Was verändert sich also vom Jungen zum Mann? Vom Jungen zum Mann verändert sich unser Umgang mit Emotionen und genau dieser Umgang grenzt uns als Mann auch von Frauen ab. Frauen wollen einen Mann an ihrer Seite, weil es ihnen selbst oft schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Warum fällt ihnen das schwer? Weil sie zwischen einem Hoch und Tief von Emotionen gefangen sind. Frauen sind eher in ihren Emotionen gefangen, Männer eher in ihrer Logik. Ein Mann, der nicht so starken Emotionen ausgesetzt ist wie einer Frau, kann wie der Schein einer Taschenlampe wirken, der die Richtung vorgibt, der die klare Richtung definiert für die Frau, die sonst in ihren Emotionen eher verloren geht. Weil wie willst du eine Entscheidung treffen, wenn du dich in einem Moment so fühlst und im nächsten Moment wieder so, wie es oft bei den Frauen der Fall ist? Und hier kommt der Mann ins Spiel. Und hier definiert sich der Mann auch als Mann. Unsere heutige Gesellschaft, die Dinge, die hier heute entstanden sind, die Dinge, die du siehst, sind entstanden, weil Männer mit ihren Emotionen so umgegangen sind, wie sie mit ihnen umgegangen sind. Ein Mann ist in der Lage, seine Emotionen zu kontrollieren in den richtigen Momenten. Ein Mann nutzt seine Emotionen und wird nicht von seinen Emotionen benutzt. Deswegen ist es so unattraktiv für eine Frau, wenn du als Mann die ganze Zeit rumheulst, wenn du dich die ganze Zeit beschwerst, wenn sie das Gefühl hat, du bist emotional unstabiler als sie. Eine Frau kann nichts mit einem Mann anfangen, der emotional unstabiler ist als sie, denn sie ist ja bereits emotional unstabil. Sie braucht dieses Gegengewicht. Die emotionale Stabilität. Dadurch, dass die Frau stärker in ihren Emotionen zu Hause ist, hat sie andere Vorteile, bringt andere Sachen mit, die wieder deine Schwächen ausgleichen. Aber dich als Mann definiert dein Umgang mit Emotionen. Klassisches Beispiel. Wenn wir uns große Männer der Geschichte angucken, und ich sage nicht gute Männer der Geschichte, sondern große Männer der Geschichte. Genghis Khan, Hitler gerne, Präsidenten der Vereinigten Staaten. Irgendwas davon. Das sind alles Männer, die haben ihre Emotionen auf gewisse Art und Weise unter Kontrolle gehabt, um ein Ziel zu erreichen. Denn du kennst das sicherlich, wenn du selbst mal ein Ziel erreichen wolltest. Es kommen immer mal wieder Emotionen, die dich davon abhalten wollen. Wenn du eine Frau ansprechen willst, das ist dein Ziel, dann wird es immer Emotionen geben, die dich davon abhalten. Und der Umgang mit diesen Emotionen definiert den Unterschied zwischen dir als Jungen
und dir als Mann, je jungenhafter du bist, je jungenhafter du wirkst, desto mehr bist du noch verloren in deinen Emotionen. Und je männlicher du wirkst, je männlicher du bist, desto mehr hast du deine Emotionen schon unter Kontrolle. Wir haben viel darüber geredet, gerade in den letzten Videos, der richtige Umgang mit Emotionen. Und es ist wichtig, dass du als Mann all deine Emotionen kennst. Es ist wichtig, dass du als Mann nicht vor deinen Emotionen davon wegläufst, sondern dich damit auseinandersetzt. Aber auseinandersetzen, nicht darin verloren gehen. Ich habe einen guten Freund, der ist momentan oder schon seit längerem immer wieder in seinen Emotionen verloren. Der spricht mit mir, wir versuchen das Thema zu klären, aber irgendwie weiß ich nicht so richtig, was sein Problem ist und er selbst weiß es auch nicht. Sein Problem ist, dass er absolut verloren ist in seinen Emotionen. Er hat absolut keine emotionale Disziplin. Und das macht den Unterschied aus zwischen einem Jungen und einem Mann. Der Junge nörgelt, der Junge beschwert sich, der Junge weint. Der Junge hat nicht seine Emotionen unter Kontrolle, sondern seine Emotionen kontrollieren ihn. Und Emotionen unter Kontrolle haben bedeutet nicht, dass du keine Emotionen zeigst. Das heißt es nicht. Es heißt nur, dass du deine Emotionen so weit beherrschen kannst, dass du sie deinen Zielen unterordnen kannst. Wenn es dein Ziel ist, Millionär zu werden, als Beispiel, dann musst du in der Lage sein, deine Emotionen diesem Ziel unterzuordnen, weil wenn du das nicht tust, dann werden deine Emotionen dich ablenken, dann werden deine Emotionen dich auf andere Wege bringen. Männer, die große Sachen erreicht haben, haben das geschafft, weil sie ihre Emotionen unter Kontrolle hatten. Und weil sie ihre Emotionen unter Kontrolle hatten, waren sie Männer. Meine Definition von einem Mann ist also jemand, der seine Emotionen auf gesunde Art und Weise unter Kontrolle hat und sie seinen eigenen Zielen unterordnen kann. Und das macht den Unterschied zur Frau, die eher in dem Moment lebt, eher in der Emotion des Moments. Mal ist es sehr viel Freude, dann sehr viel Schmerz oder sehr viel Trauer. Und wie gesagt, so zu leben bringt seine eigene Kraft. So zu leben bringt eine eigene Power, die du als Mann nicht so sehr hast. Diese Power bringt dann die Frau mit in euer gemeinsames Sein. Du als Mann bist definiert durch deine Fähigkeit, deine Emotionen, deinen Zielen unterzuordnen, deine Emotionen zu kontrollieren, aber nicht, und ich sage es nochmal, nicht deine Emotionen zu unterdrücken. Das ist der Unterschied zwischen einem Jungen und einem Mann.